Toi, 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 Mittelgewicht, zweimal fünf Minuten ausgemachte Distanz. Steffen Ramelow, unparteiischer Ringer, sieht nach dem Klassiker-Duell aus. Meine sehr verehrten Damen und Herren, geben Sie eine große Hand für zwei große Kämpfer. Veselin Dimitrov und Abeku Afol. Der auch ganze 7 Jahre älter ist als Veselin Dimitrov. Abeku Afol ist 37. Ja, Veselin Dimitrov, du hast gesagt, physisch unglaublich stark und er ist technisch nicht der versierteste Kämpfer. Er lebt davon, seine Gegner zu überrollen, niederzuringen, am Boden zu kontrollieren. Afol auf der anderen Seite ist ein starker Standkämpfer, trainiert im Hammerbrook Gym mit starken, starken Leuten. Und wir sehen das hier auch, sehr, sehr aufrechter Stand, sehr, sehr leicht auf den Füßen. Dimitrov will auf den Boden. Afol will das Ganze hier im Stand machen. Und Afol ist ein absolutes Kämpferherz, immer schon gewesen. Lange Hände jetzt hier von Dimitrov. Und da ist die Clinch-Situation. Da will er hin, der gebürtige Bulgare, der nun in Osnabrück lebt und trainiert. Zuletzt 4 Niederlagen in Folge einstecken musste, aber immer für einen Sieg gut ist. Schön gelöst jetzt hier aus dem Clinch von Veselin. Ja, und was ich sagen wollte, Afol, absolutes Kämpferherz, immer schon gewesen, auch vor der Verletzung schon. Hat 2015 Dicke. Durfte ich einen Kampf von ihm kommentieren gegen Kerim Engizek, bei dem er sich in der ersten Runde die Schulter massiv verletzt hat und im Grunde einarmig 3 Runden bestritten hat gegen einen hervorragenden Boxer wie Kerim Engizek. Massiv viel kassiert hat, aber einfach nicht aufgeben wollte. Also aufgeben ist ein Wort, das Abeku Afol nicht kennt. Steckt da eine linke durch. Bislang noch sehr, sehr lockere Schläge. Da fehlt noch ein bisschen so der Pep. Ja, Veselin hat auch das Kinn relativ weit oben. Auch immer, wenn er zurückgeht an Abeku, sticht immer wieder mit der linken Schlaghand durch. Gute Treffer, ja. Aber du hast schon recht, das ist noch ein bisschen der Weichspülergang hier gerade. Also er committet sich noch nicht so sehr, also er braucht da wahrscheinlich noch ein bisschen, um seinen Rhythmus zu finden. Wie gesagt, 2 Jahre ist eine lange Pause. Er war ein bisschen tief. Schöner Superman-Punch. Fintiert hier immer wieder mit dem linken Bein. Ja, und diese harten Hände hier von Dimitrov, also der hat den Schongang auf jeden Fall nicht drin. Ja. Und versucht, Afol dazu Boden zu bringen. Bislang ganz gut verteidigt. Spielt da seine physische Stärke noch nicht so ganz aus. Dimitrov. Dreht ihn auch sehr gut. Dreht ihn auch sehr gut. Dimitrov kann ihn nicht so sehr an der Wand halten. Wo er wiederum stark ist. Also der Ringer. Blutet jetzt auch. Hier mit einem sehr, sehr breiten, fast schon karatemäßigen Stand. Ja. Fängt sich dann eine rechte von Dimitrov. Float auch. Oh, da gibt es den Kick, aber er geht dabei zu Boden. Mit dem Bein, das ihm fast abgehackt wurde. Boah, das war das linke Bein nämlich. Er hat ihn mit links gerade getroffen. Wow. Ja, rutscht dabei aber aus, hat ein bisschen zu viel Schwung mitgenommen und liegt jetzt genau dort, wo er eigentlich nicht hin will, gegen Dimitrov. Nee, aber der Treffer, wow. Das hat geklatscht. Man hat richtig die Schweißfontänen gesehen. Oh, versucht sich hier an einem Sweep, an einem Armhebel sogar. Und Dimitrov verteidigt das schlecht, nämlich durch Schlagen. Ja. Und kippt da um. Es ist das schon gewesen. Das erfolgreiche Comeback und das ist der Tap-Out. Abeku Afol ist zurück mit einem Sieg. Durch einen Armbar in der ersten Runde macht er das Ding hier klar. Lässige Feiern von seinen Fans. Ja, alles richtig gemacht, hat er diesen D-Zug. Veselin Dimitrov auf sich, schnappt sich den Arm. Dimitrov verteidigt nicht gut, Sascha. Nein, gar nicht. Und muss wenige Augenblicke später abklopfen. Wow. Wow, mir fehlen die Worte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das mit dem Stehen kennt Sie schon. Sorry. Ich habe einen großartigen Kampf gesehen. Wenn Sie das genauso gesehen haben, auf die Füße, die Hände bewegt. Veselin Dimitrov und Abeku Afol. Also eine sehr, sehr inspirierende Story hier von Abeku Afol. Liebe Zuschauer, lasst euch nicht sagen, ihr könnt nicht, ihr werdet nicht.
Ihr müsst einfach nur fest an euch glauben. Dann ist alles möglich. Dieser junge Mann konnte vor 2 Jahren nicht mal laufen, wäre fast verblutet, hätte fast sein Bein verloren. Jetzt packt er hier die großen High Kicks aus mit eben diesen Beinen und finalisiert hier einen bärenstarken Ringer in seinem Comeback-Duell in der ersten Runde mit einem Armhebel vor heimischer Kulisse. Hollywood hätte es nicht besser schreiben können. Stoppage für einen wirklich, wirklich sauberen langen Armstreckhebel. Dementsprechend Tap out nach 3 Minuten 90 Sekunden in der ersten Runde. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Sieg geht an. Willkommen zurück. Amiku, Arvold!